Wunderschönes Hallo beim Finde dich selbst durch Natur und Anblick. In der ersten Sitzung lernen wir das simple Betrachten. Das Betrachten der Schönheit der Natur, aus der wir ja alle stammen, wie wir wissen, wie uns nicht nur die Wissenschaft bestätigt hat. Wenn wir tief in uns hineinhören, dann hören wir das auch mit jedem Morgen, mit jedem Zwitschern des Vogels. Wir stammen aus der Natur. Und deshalb müssen wir sie auch betrachten. Okay, komm mal. Ich habe gerade einen Fels gesucht, der hochgehört, um runterzuspringen. Ja, wie gesagt, Natur genießen und so. Ich will da rein. Kann ich noch schnell was verkaufen? Ich kann sogar einiges verkaufen, hoppla. So. Machst du die Mission oder verkaufst du noch? Ich verkaufe erstmal, ja. Hey, hallo Mann. Hey, hi. Na, wie geht's so? Na? Hey, hi. Na? Wie geht's so? Hi. Na? Gute hi. Arbeit. Gute Arbeit, ja. Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Aha. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Wenn der mehr Typen wie dich will, warum ist er dann da? Tja. Und was haben wir jetzt gemacht? Das weiß ich auch nicht so ganz. Ah, Playlist für den Whitetail-Sender. Mhm. Hey, hast du eine Sekunde? Jetzt, der kann. Da, nee, das ist jetzt nur noch Nebenmission. Jetzt ist er uninteressant. Aber irgendwie, das sind nur so Semi-Story-Hauptmissionen, oder? Also. Ja, und vor allem, wie gesagt, man hat irgendwas aufgesammelt, weiß gar nicht was, man bringt's hin, aber es wird einem dann wie eine ganz bahnbrechende Sache. Oh ja, jetzt toll, jetzt können wir endlich. Und dann kommt doch aber nichts. Also, das ist echt nervig. Ja, also, und das komisch. Nach wie vor als Hauptmission oder Story-Mission. Das heißt ja extra Story-Mission, aber irgendwie. Nicht durch alles. Hey, da war ich hier, war ich doch schon mal. Nicht so richtig. Dingsens. Hey, wir müssen reden. Ach, müssen wir dann. Hast du mal Zeit? Nein. Ja, wollen wir dann hier? Hier sieht's ein bisschen interessanter aus, ne? Jo. Handschriftliche Notiz, Tammy. Ja, ja. Ich war nicht sicher, ob du wiederkommst, aber du steckst voller Überraschungen. Diese Petze hier war für die Sicherheit im Chalet verantwortlich. Zu unserem Glück war er nicht besonders gut in seinem Job und ist in meinem Planschbecken gelandet. Sieht so aus, als würden hier die Auserwählten ausgebildet. Wenn du sie mal in Aktion gesehen hast, weißt du, wie unbarmherzig sie sind. Hast du eine Ahnung, womit Jacob sie trainieren lässt? Mit lebendigen Zielen. Das soll ihnen die Angst vorm ersten Mal töten nehmen. Diese Arschlöcher achten kein Leben, das nicht in ihrer Sekte ist. Und sie müssen erledigt werden wie die Hunde, die sie sind. Also gehst du zum Chalet, tötest jeden Auserwählten, den du siehst, und legst überall in dem Gebäude Sprengstoff. Und dann sehen wir zu, wie das ganze verdammte Drecksding zu einem glühenden Aschehaufen wird. Wie klingt das? Langweilig. Ja, Auge um Auge und die Welt wird blind, ne? Aber, naja. Kann man ja mal machen, warum nicht hier? Notiz von Illy, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Mann, also irgendwie meiner Meinung nach wie vor. Ich meine, zugegebenermaßen lassen wir uns beide jetzt ja nicht wirklich auf die Story ein, aber auch, einfach auch nur deshalb, weil es einem so schwer gemacht wird. Für mich zumindest, weil ich habe so keinen Bock da, mich mit irgendwem auseinanderzusetzen, wenn der mir die ganze Zeit im Gesicht hing. Oder im Ohr hing, wie so ein, was weiß ich. Ja, das ist auch ziemlich zusammenhanglos. Wie gesagt, jetzt haben wir ja, keine Ahnung, diese Aufnahmesession schon. Ihre Mission gemacht und man gibt dann immer irgendwie so, ja danke, gut, toll, ja, und dann geht's mit irgendwas anderem weiter. Also ist jede Mission oder so ist dann auch nur irgendwie so so zusammenhängt wie so ein Außenpost, den man befreit hat, ne? Es ist ja dann danach nicht wirklich was ganz anderes passiert oder was Elementares halt, ja, entstanden ist. Das ist wirklich schlecht. Ja, bis jetzt zumindest nicht wirklich. Wobei das ja tatsächlich bei Far Cry bisher noch nie so war. Also. Nie so wirklich, ja. Der Prozess war ja immer nur, dass man halt so die Posten. Komm her!
Moment, Waffe wechseln, X, okay, Raketen abfeuern, F. Muss ich mir merken. Dass man halt so die Außenposten und die Map so nach und nach befreit hat und so einen wirklichen Mehrwert gab es halt tatsächlich selten irgendwie. Das menschliche Hirn ist fast ziemlich. Ach ja, mhm. Sobald man erst einmal damit angefangen hat, ja. Willst du markieren? Oh. Kann ich das überhaupt? Weil die ist jetzt wieder vorne. Doch, das geht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Merkst du was? Ja. Ich glaube, dagegen kann man gar nichts machen, ne? Ah doch, hier von hier aus. Ja, warte. Aber ich kann hier nicht... Ich sehe ja nichts. Nee. Wird überall blissig. Ich glaube, das muss so. Ah, da. Ja. Oh, 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 oh. Nee. Ja. Hm. Na, toll. Ich meine, jetzt ist es... Jetzt, ab dem Punkt, ist es okay, weil wir immerhin eine Mission angenommen haben, aber davor war, da, war sowas immer Scheiben. Ja. Hast du sicher Hunger? Ja. Wusstest du, dass es 10 Tage dauert, bis die Zivilisation kollabiert? Ja. Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden, übernehmen die primitiven Instinkte nach nur 10 Tagen. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich war im Irak während des ersten Golfkriegs. British and Airborne, gute Amerikaner. Hurra! Eines Nachts gab es einen Angriff. Ich und dieser Typ namens Miller wurden von der Einheit getrennt. Ohne Funk. Ohne Nahrung. Die nächste Basis, 200 Klicks südlich. Also gingen wir einfach los. Tja. Bald war klar, dass wir uns verlaufen hatten. Tag 6. Das Wasser ging aus. Du weißt, wie das ist, oder? Es wird schwierig zu schlucken. Am 7. Tag fing Millers Beine an, wackelig zu werden. Wusstest du, dass dein Gehirn Muskeln abbaut, um zu überleben? Deshalb bist du so verdammt abgemagert. Am 8. Tag näherten sich dann die Wölfe. Und ich sah Miller an und wusste, dass wir so gut wie tot waren. Und ich akzeptierte es. Mit dieser Akzeptanz kam die Klarheit. Verstehst du? Ich sah nicht länger den Menschen, Miller. Ich sah nur noch eine Chance zu überleben. Nicht, dass ich das tun wollte. Sondern ich musste es tun. Das war meine Prüfung. Und weißt du, Millers Opfer brachte mich nicht nur aus dieser Wüste heraus. Es führte mich direkt hierher. Die Schwachen haben einen Zweck. Das verstehst du schon noch früh genug. Okay, was haben wir tun? Trainieren! So. Da weiter. Ah ja. Na, ist immer das altbekannte. Irgendwas, ne? Natürlich. Die Herde keulen! Wo müssen wir nochmal hin? Hier. Hier springt er voll drauf.
So. Dünn die Herde aus. Wo müssen wir hin? Die Übersicht verloren. Da, wo du bist, weiter. Ah, da. Ah ja. Waffe, Waffe, Waffe. Waffe. Oh. da lang. Oder? Ne, da bin ich hergekommen. Oh, Scheibengleister, 15 Sekunden. Ja, hier wo ich bin, falls du das schaffst. Ja. Gut gemacht. 20 Sekunden. Das haut hin. Du bist im Weg. Ja, natürlich, ein Fehler. Ich habe die Verbindung zum Host verloren. Na, super. Ah, schön. Wunderbar, dann mach das mal weiter. Und ich guck mal, wo ich dann jetzt irgendwie lande, ey. Ja, ne, dann müssen wir ja fast abbrechen und das nochmal starten hier irgendwie. Ja, also ich versuche da mal schnell, weil das ist ja eh Mist hier. Das kennen wir ja zur Genüge. Oder versuch halt zu sterben, damit wir das Ganze nochmal machen können. Und dann, falls dann... Nee, mach das lieber, falls dann die Videos danach getriggert werden, damit ich das noch aufnehmen kann. Also, fertig machen oder nicht? Sterben. Versagen. Okay. Ja. Würde ich nämlich jetzt sagen. Und dann mache ich, glaube ich, mal einen Schnitt. Und dann... Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt weitermachen, ne, mit einer Mission. Also wieder wunderbar. Naja, ja, deshalb toll läuft das. Bis später dann. So. Hä, wo ist man jetzt? Wir haben das Ding jetzt übersprungen. Ja. Andererseits ist ja jetzt gerade super blissig. Ich ja, glaub, wir laden gerade wieder in diese Sache neu rein. Jetzt, ja. Ach so, das kann natürlich sein, dass wir jetzt wieder reinladen. Also ich habe jetzt hier gerade mal hier wieder gestartet. Jo. Das müssen wir jetzt mal gucken, weil ja mittendrin... Ey, was ist das jetzt für ein Geräusch? Was soll das denn? Redet der jetzt wieder so lang? Der redet dann wieder so lang. Kann man das irgendwie überspringen? Schauen wir mal. Ja. Kannst du? Ja. Ah, sehr gut. Dann haben wir das zumindest. Okay, dann sind wir ja logischerweise ganz frisch dabei hier. Auf die geht's und so. So. Da. Ja, genau. Dann machen wir einfach ganz normal weiter, wie wir davor weitergemacht haben. Und ja. Ne, probieren das Ganze hier mal und so weiter und so fort. Ich bin einfach mal durchgegangen. Jojo. Muss es ja auch nicht übertreiben. Nee, eben. Machen. Ey, ey, ey. Du bist kein Held. Ey, ey. Du aber auch nicht. Ach, hier müssen wir lang, ne? Ja. Bitteschön. Nein, hör auf nachzuladen. Gut. Dünn die Herde aus. Hä? Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen! Härter. Okay. Hier, jetzt sind wir schon mal weiter als das letzte Mal. Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen! Töten, töten, töten! Töten, töten, töten! Nachladen, nachladen, nachladen. Ja, opfere die Schwachen. So. Die Herde keulen. Ich verstehe nicht unbedingt, warum man dann immer wieder die Waffe wechseln soll. Warum man das überhaupt immer wieder machen muss. Ja. Gut. Ja, der ist aber hart, denke ich. Nicht übel. Gehst du durch, ja, oder? Jetzt hängen wir... Ja. Aufgabe. Es
müssen wir hier lang wahrscheinlich. Ich glaube schon, ja. Ich muss weitergehen, sonst kann ich nicht. Naja, haben wir schon. Okay. Oh, episch. Ja. Gar kein Gesicht gehabt. Mach die Augen auf. Super dramatisch. Ja, Mann. Aber ich bin positiv überrascht, wenn ich jedes Mal so reinquatschen darf, dass das wieder geklappt hat mit der Mission und so weiter, dass wir jetzt nochmal starten konnten. So. Ja. Und jetzt super epische Cutscene. Ich werde dich hier rausholen, okay? Und dann verschwinden wir von hier, okay? Only you. Only you. Hey, und ich? Was ist mit mir? Du bist nicht stark genug. Du musst hier sofort raus, bevor es wieder anfängt. Folge mir. Na, das machen wir doch glatt. Oder? Oder nicht? Ah, jetzt. Achso, müssen wir gar nicht selber machen. Er weiß, dass du bereit bist, es zu tun. Sieh her. Prüfungen. Hier. Er hat das alles geplant. Und du bist dabei. Es wird zur zweiten Natur. Routine. Er ist in deinem Kopf. Und du merkst es nicht mal. Du kannst nie mehr zurück. Verstehst du? Du kannst nie mehr zurück. Komm schon. Truck. Der Truck muss da sein. Muss auf den Truck. Es ist fast soweit. Ich habe die Route studiert. Sie ist der einzige Weg raus. Das wird schon, wenn du nicht... Nein, 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 noch nicht. Noch nicht. Fuck. Fuck. Ja. Nein. Nein. Tut mir leid. Achso, ich dachte, wir müssen jetzt hier super stressig den Truck hinterher rennen und so weiter. Das war es wohl doch nicht. Nee. Ah, der Truck. Partner wurde entdeckt. Super. Fängt ihr wieder gut an. Lucy, falls du das hörst, ich weiß nicht, wohin du verschwunden bist, aber... Scheiße, wir haben echt ins Wespennest gestochen. Du bist wahrscheinlich da draußen und versuchst, deinen Freund Pratt zu retten, aber... Wir Whitehails könnten immer noch deine Hilfe brauchen. Egal, du weißt, wo du uns findest. Bis bald. Ja? Hier ist gar nichts drin. Hey, Dad! Keine Ahnung, wo du warst, aber mach dich mal auf den Weg zu der Kreuzung, wo das Grill Street Diner ist. Da ist etwas, hey, was du dir dringend ansehen musst. Viel in Sicht. Ja, das war jetzt alles, oder was? Das ist echt jedes Mal. Ich weiß nicht, wie oft wir schon bei denen im Gefängnis waren und irgendwie wieder rauskamen und genauso blöd rausgekommen sind, wie wir reingekommen sind, also ehrlich. Ja. Das soll ja genau das Ding halt sein. Schießen wir jetzt wieder hin. Dass, ja dann auch mit uns Gehirnwäsche betrieben wird und wir dann selbst nicht mehr wissen sollen irgendwann, inwiefern wir zu welchem was gehören und wie wir konditioniert sind und so. Die ist ein bisschen zu spät ausgestiegen, habe ich das Gefühl. Kann man das reparieren? Kannst du das reparieren? Kannst du das Flugzeug reparieren? Ich bin ja schon dabei. Nö. Zu spät. Und keine Ahnung, es sind genau solche Sachen, wenn die Story halt nicht so unangenehm präsentiert werden würde, dann könnte man vielleicht noch sagen, hey, ja, ganz cool und diese Verflechtung und hin und her. Allerdings war es ja da auch schon bei Far Cry 3 so,
dass da so viel angedeutet wurde mit hier Schizophrenie und psychische Labilität und die ganzen Fantasiewelten, wo man da rumgerannt ist, und am Ende war nichts davon relevant. Also absolut gar nichts, meiner Meinung nach. Ne? Man war ganz normal, sein ganz normaler Charakter. Ich wurde über den Haufen gefahren, kannst du mir helfen? Standard-SMS jeden Dienstagmorgen. und deshalb glaube ich fast, dass das hier genauso ist. Also da wird super mordsmäßig was aufgemacht von wegen hier... also dass der Gegner einen in den Fängen hat und hin und her, und am Ende ist es dann auch irgendwie... So, naja. Aber das werden wir auch sehen. Irgendwann. Kriegst du den oder was machst du da? Ich versuche ihn zu kriegen. Ah. Ja. Nee, genau. Ja, das hat sich dann super gelohnt, diese Mission zu triggern. Da war bisher jede Nebenmission interessanter als das. Ja. Ah ja. Das hat sich gerade angehört wie ein Knöchel. Ich meine, wir haben auch immer noch diesen Räumungsbefehl, also es ist, Überraschung! Ja, ganz toll. Es dauert immer so ewig. Ja, aber wir haben jetzt ja keine laufende... kein Fahrzeug mehr. Wir haben doch keine laufende Mission gerade. Oder? Wir können immer noch dieser Sache folgen. Inwiefern folgen? Nee, aber wir sind doch jetzt ganz normal wieder auf der Map. Wir haben jetzt keine... Ja, wenn ich aber auf die Map gehe, ist es immer noch, Räumungsbefehl. So hieß die Akte, die... Dings, wie vorher auch. Pass auf. So, Räumungsbefehl. Ach so, also dann sind wir doch noch in der aktiven Mission. So ungefähr. Ganz toll. Warte, ich wollte hier gerade mal schnell was plündern. Okay. Naja gut, dann können wir tatsächlich noch eine Folge länger diese Mission verfolgen. Ich dachte schon, wir wären hier am Ende und das war's dann und hin und her. Aber dann gehen wir dann in die nächste Mission, in die nächste Folge, meine ich natürlich, wollte ich sagen. Wir müssen noch 3000 Meter fahren müssen. Jo. Jo, kriegen wir hin, denke ich, oder? Guck, jetzt sind es schon weniger. Also, vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffan.